rund um die Insel. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Glücklicherweise verbringen auch in Taiwan Studierende ihre Zeit nicht nur im Vorlesungssaal. Meine heutigen Gäste, Katharina und Diane, haben mit einigen Freunden an einem Marketingwettbewerb teilgenommen. Was die Kaki-Frucht, Kaki-Pflaume oder chinesische Quitte damit zu tun hat und was man darüber hinaus noch über die Stadt Hsinchu und die Herstellung von getrockneten Kakis lernen kann, erzählen nun Katharina und Diane. Zunächst erklärt Katharina aber, worum es bei dem Wettbewerb ging. Letztes Jahr haben meine Freunde und ich an einem Marketing-Wettbewerb teilgenommen und dafür den folgenden Film produziert. Dieser Wettbewerb wurde vom Zhongwei-Fahrzeit-Zhongxin veranstaltet. Und das Wettbewerbsthema war One Town, One Product, also eine Stadt, ein Produkt. Der Zweck des Wettbewerbs bestand dahin, die lokale Industrie mit ihrer Geschichte, Kultur und Geschichten zu fördern. Daher werden Studenten und Studentinnen dazu eingeladen, neue Medien zu nutzen, um der lokalen Industrie mit Innovation und Kreativität neues Leben anzuhauchen. Und warum hat das Team als Thema den Landkreis Hsinchu gewählt? Und wir haben Hsinchu-Xian Xinpu gewählt, da die meisten aus unserem Team aus Hsinchu kommen. Hsinchu ist berühmt für seinen Wein, heißt Zhoujiangfeng, und das Obst Kaki oder Kaki Pflaume ist eng mit der Geschichte Hsinchus verbunden. Interessant ist auch die Zusammenstellung des Teams. Sie zeigt zum einen, wie viele Schulabschnitte man in Taiwan bis zur Uni durchläuft und auch, dass man tatsächlich Kontakt mit seinen Freunden aus verschiedenen Lebensabschnitten halten kann. Es gibt 5 Personen in unserem Team. Jimmy, Anna, Eileen, Diane und ich. Da ich nicht Wirtschaft studiere und auch keine Erfahrungen mit Wettbewerben habe, habe ich meine Freunde aus verschiedenen Fachrichtungen gesucht, um am Wettbewerb teilzunehmen. Ich finde es interessant, dass mein Team aus Freunden aus unterschiedlichen Zeiten meines Lebens besteht. Sie kennen sich nicht, aber sie alle kennen mich. Jimmy ist mein Klassenkamerad aus der Grundschule. Er war für die Präsentation, die Digitalisierung und das Überspielen des Films verantwortlich. Diane ist eine Klassenkameradin aus der Mitschule. Sie war unsere Kunstredakteurin, Drehbuchautorin und war auch für die Nachproduktion des Films verantwortlich. Anna ist eine Klassenkameradin aus der Oberschule. Sie war für das Thema und das Überspielen des Films verantwortlich. Eileen ist eine Freundin aus der Universität. Sie war für die Webtexte und die Untertitel verantwortlich. Und ich war für die Organisation und die administrativen Aufgaben auch für die Nachproduktion des Films verantwortlich. An der Marketingstrategie haben wir alle zusammengearbeitet. Leider konnten wir wegen der Pandemie meistens nur Online-Meetings machen. Und Diane erzählt etwas über den Inhalt des Films. Unser Film erzählt vom Erwachsenwerden einer Kaki-Frucht. Die Hauptdarstellerin heißt Kleine Kaki. Am Anfang weiß Kleine Kaki nicht, was sie später einmal machen möchte. So überlegt und versucht sie zunächst alle möglichen Berufe, zum Beispiel eine weltbekannte Sportlerin oder Bürgermeisterin. Aber das ist alles nichts, was sie machen möchte. Oder sie ist erfolglos. Doch zum Schluss, als sie immer noch nicht weiß, was sie machen will, kommt auf einmal ein Mann und isst sie auf. Sie ist ganz erschrocken, doch während sie laut schreit, sagt der Mann, »Ah, das ist die leckerste Kaki-Frucht, die ich je gegessen habe.« Als sie das hört, ist sie überglücklich und da hat sie endlich ihr Lebensziel gefunden, nämlich die Menschen glücklich zu machen. So sagt sie dann am Ende des Films, ich bin, was ich bin. Warum hat das Team die Kaki oder Persimone
und dann eine kleine Kaki als Hauptfigur des Films gewählt. Wir haben kleine Kaki als Hauptfigur der Geschichte verwendet, weil wir Menschen ansprechen wollten, die sich auf der Stufe zum Oberschüler oder Studenten in einer ähnlichen Phase wie sie befinden. Und dann wollen wir ihnen die Heimatstadt der Kakis vorstellen, und zwar aus der Perspektive von kleine Kaki. So wie sie erkundet, was sie machen will, zeigt sie ihnen auch, dass man aus Kakis alles Mögliche machen kann. Es gibt verschiedene Sachen aus Kakis, einschließlich kakifarbene Stoffe und verschiedene Sorten von getrockneten Kakis. Dann wollten wir allen die Heimat der Kaki, gleichzeitig der Produktionsort der getrockneten Kaki vorstellen, Shimbu und seine Geschichte. Außerdem wollten wir, dass alle die Herstellung von Kakis noch besser verstehen. Was ist denn die Beziehung zwischen Hsinchu und den Kakis? Als nächstes möchte ich noch die Kakis und Hsinchu vorstellen. Die Stadt Shimpu dort ist die ursprüngliche Heimat sowohl von Klein Kaki als auch der getrockneten Kakis. Weil dort oft der Zhejiang-Wind weht, konnte dort die Industrie der getrockneten Kakis entstehen, die starke Winde benötigt. Der Zhejiang-Wind tritt ungefähr Mitte Oktober auf. Daher ist das auch ungefähr die Herstellungszeit der getrockneten Kakis. Wie schon Katharina hat auch Diane den Zhejiang-Feng oder den Zhejiang-Wind erwähnt. Es handelt sich hier um eine Art Fallwind, der warm ist. Ein Phänomen, das in Hsinchu normalerweise im Herbst auftritt. Es ist wohl ähnlich wie ein Föhnwind, ein Phänomen, das einem in der Theorie im Unterricht untergekommen ist, beziehungsweise wenn man in der Gegend von München wohnt, auch in der Praxis kennt. Und genau zu der Zeit, nämlich zu der Zeit des Zhejiang-Windes im Herbst, hat das Team mit den Dreharbeiten begonnen. Unser Team hatte großes Glück, dass wir auch gerade im Oktober mit dem Dreh unseres Films begannen. So kamen wir gerade während der Saison der getrockneten Früchte dorthin. Alle sahen, dass man die Kakis für die Herstellung oben auf ein Gerüst legen muss. Und alle können sich den Herstellungsprozess ansehen. Und wie diese getrockneten Kakis hergestellt werden, darauf geht Diane zum Schluss nochmal genauer ein. Die Kakis müssen dann einzeln geschält und entstielt werden, dann über einem Feuer geröstet und anschließend 10 Tage lang der Sonne und dem Wind ausgesetzt werden. Der Wind ist sehr wichtig. Unser Zhejiang-Wind, der heiße Wind, bläst die ganze Zeit. Sie müssen dann umgedreht werden, damit der Prozess beendet werden kann. Als wir dort waren, sahen wir, wie die Kakis auf den Gerüsten getrocknet wurden. Das sieht sehr, sehr schön aus. Deshalb gehen viele Fotografen extra dorthin, um das aufzunehmen. Soweit Katharina und Diane, 2 Studentinnen, die im vergangenen Herbst mit 3 Freunden und Freundinnen einen Werbefilm für die Stadt Hsinchu und die für Hsinchu charakteristische Kaki-Frucht gedreht haben. Den fertigen Werbefilm und Diane und Katharina bei uns im Studio können Sie auf unserem YouTube-Kanal und auch auf unserer Facebook-Seite sehen. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.